Wie erkläre ich das am besten? Also wir haben alle viele verschiedene Programme, teils individuelle, teils auch so Massenprogramme. Und bei der Ernährung ist es halt genauso. Und da geht es einfach nur, sage ich mal, bewusst oder achtsam darauf zu achten, ist natürlich blöd. Einfach achtsam zu sein oder sich bewusst zu werden, welches Programm gerade bei einem läuft und sich dann halt diesem Programm anzupassen und dann auch nicht nach irgendeinem Ernährungskonzept zu gehen, was einem irgendwie vorschreibt, das wäre jetzt das Beste oder so und so funktioniert das, weil die eigenen Programme halt auch wichtig sind und halt genauso eine Rolle spielen, sag ich mal, auf der anderen Seite der gleichen Medaille. Und wenn man halt dann trotzdem nach dem Ernährungsprogramm geht und nicht nach dem eigenen Programm, dann kann es halt wirklich sehr kontraproduktiv wirken. Also das eigene Programm oder die eigenen Programme, die sind schon wirklich anzunehmen und zu lieben, so wie sie sind. Und da laufen auch häufig verschiedene Programme zu verschiedenen Zeiten. Man kann die auch halt beeinflussen, wenn man das möchte. Und sich entscheiden, ja, möchte ich, dass dieses Programm jetzt läuft oder möchte ich, dass das andere Programm, was ich mir jetzt, wo ich dabei bin, das neu zu programmieren, möchte ich jetzt darauf switchen und das benutzen. Die Programme, die halt schon existieren, die sind natürlich einfacher und also einfacher zu benutzen, sage ich mal. Deswegen ist es häufig auch aus Stressgründen und so weiter einfacher, die dann zu benutzen. Muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Also diese Programme, die man hat, die sind zwar Illusionen und dann auch, wenn man dann irgendwelche Sachen isst, die jetzt nicht unbedingt Rohkost sind, könnte man auch sagen, die sind Illusionen, aber was ist schon Illusion? Illusion ist nicht nur das, Illusion ist das Gesamte. Das heißt, Rohkost essen ist auch Illusion, sogar das Nichtsessen ist auch Illusion. Es wird immer ein Teil der Illusion bleiben. Wenn die Illusion weg wäre, würde man nicht existieren und das tut man auch nicht, sage ich mal so. Das ist aber ein anderes Thema. Aber dann wäre halt quasi nur dieses eine Wesen da und alles andere als das Bewusstsein zu haben, es existiert nichts außer dieses eine Wesen, das ist bereits Illusion. Und welche Illusion man da leben möchte, das kann man sich dann halt in jedem Moment aussuchen. Da gibt es keinen richtig und keinen falsch. Da ist Fleischessen genauso wenig falsch wie Frutarier zu sein oder nichts zu essen. Es kommt einfach darauf an, was mit einem am meisten resoniert und das kann sich halt ständig auch ändern. Und wenn man halt möchte, dass halt relativ dauerhaft eine Sache mit einem am meisten resoniert, zum Beispiel Rohkost oder Frutaria oder sowas oder einfach vegan, dann kann man darauf hinarbeiten und seine Programme umprogrammieren. Aber man fällt auch öfters wieder zurück und das kann auch Jahre der Umstellung brauchen, dauern. Und da gibt es aber, wie gesagt, kein richtig und kein falsch. Und da ist es dann öfter sogar so, auch aus eigener Erfahrung, dass zum Beispiel in manchen Momenten ein Kilo Brot zu essen weniger negative Auswirkungen hat, als stattdessen, weiß ich nicht, ein Kilo Äpfel oder sowas zu essen. Das kann halt wirklich öfters der Fall sein. Die ein Kilo Äpfel, die können halt, also das liegt nicht an Äpfeln selber, aber zusammen mit dem eigenen Bewusstsein in diesem Moment kann das krass schlechter wirken, als dieses ein Kilo Brot zu essen, obwohl der Verstand dann irgendwie wieder sagt, ja, das Brot ist aber Schleimbildung und irgendwas und irgendwie. Es kann aber sein, dass das dann halt so in Resonanz mit einem geht, dass man dann so viel Eigenenergie hat, so viel Eigen-Chi hat, dass und dann auch den ganzen Tag vielleicht gar keinen Hunger mehr hat und auch gar keinen Durst hat und dann sozusagen in eine Art Trockenfasten geht, weil man ja gar keine Flüssigkeit zu sich genommen hat und zusätzlich noch dieses trockene Brot, wodurch dann weitere Flüssigkeit aus dem Körper, also Wassereinlagerungen sogar abgebaut werden und man gar kein Problem damit hat, weil man halt so viel Freude und Energie dabei hat, weil man in Resonanz mit dieser spezifischen Illusion gerade gegangen ist, anstatt mit einer anderen Illusion, dass man da dann halt sogar dadurch abnimmt und durch die 1 Kilo Äpfel in dem Moment dann vielleicht sogar zunimmt, weil das so viel tiefer sitzende im dichteren Gewebe Giftstoffe nämlich rauslöst durch den Zucker und gleichzeitig so viel Wasser angeboten wird, dass diese Giftstoffe dann gleichzeitig wieder in Wassereinlagerung eingelagert werden, man dadurch dann sogar zunimmt. Das heißt, wenn man halt noch nicht ganz rein ist, was halt eigentlich niemand ist, dann kann es sein, dass das gewisse Dinge halt sogar schlechter wirken, wenn die gerade nicht mit einem in Resonanz sind. Ja, bis dann.